Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, das heutige Thema geheimnisvolle Berge der Untersberg, das bedarf eines kleinen Vorwortes, bevor das Ganze hier im Chaos endet. Und da bitte ich euch auch einmal genau zuzuhören. Die meisten von euch, oder ich sag mal viele von euch, die wissen ja, dass ich sehr viele Jahre meines Lebens, genau genommen 26 Jahre lang, selber unterwegs war, um die Orte zu besuchen, an denen die ganzen merkwürdigen Dinge passieren, über die ich hier berichte. Das habe ich immer dann gemacht, wenn ich die Zeit dazu hatte, also Urlaub, Wochenende, Feiertage oder auch beim Arzt mal ein bisschen anstellen, um frei zu bekommen. PS, sollte jemand aus meinem Unternehmen zuhören, das letzte war gelogen. 2018, als dieser Kanal hier schon lief, kam dann die Amazon-Serie, die ja viele von euch angesehen haben. Da gab es dann erst einmal zwei Folgen und dann kamen Lockdowns und Reiseverbote und so weiter. Und da wurde das Ganze erst einmal auf Eis gelegt. Derzeit beraten wir darüber, wie es weitergeht und was wir machen könnten. 2018 waren wir für diese Serie in Simbabwe, wo die Menschen am Mount Nyangani sozusagen in Reihe verschwinden. Aber wir sind noch da. Es ging nach Australien zum Black Mountain und natürlich dann auch nach Österreich zum Untersberg. Und damit sind wir beim Punkt. Und das ist jetzt wichtig. Ich weiß, dass unheimlich viele Dinge über den Untersberg erzählt werden und ganz viele der Meinung sind, dass das auch alles so ist. Und mit denen möchte ich mich hier gar nicht rumstreiten. Was ich hier in diesem Video machen werde, das ist das zu schildern, was wir über den Untersberg bei dem Aufenthalt dort in Erfahrung bringen konnten, mit wem wir gesprochen haben, wen wir interviewt haben und was da so gesagt wurde. Und damit kann dann jeder anfangen, was er möchte. Niemand muss das so akzeptieren. Jeder kann das weiter für richtig halten, was er möchte. Das, was ich hier erzähle, ist keine Glaubensvorgabe, sondern eben nur eine Schilderung dessen, was wir dort so in Erfahrung gebracht haben. Okay? Der Untersberg ist das nördlichste Massiv der Berchtesgadener Alpen. Und dort, wo er steht, da trennt er Österreich von Deutschland. In Deutschland, da liegt er in Bayern und in Österreich in Salzburg. Der gesamte Berg mit allem, was dazugerechnet wird, hat in etwa eine Fläche von 70 Quadratkilometern. Der höchste Gipfel auf dem Untersberg, das ist der Berchtesgadener Hochthron. Und er hat 1972 Meter über Normalnull. Im Untersberg, da befinden sich knapp über 400 Höhlen und es sind immer noch nicht alle erkundet, was aber auch daran liegt, dass einige so klein sind, dass man nicht hineinpasst. Die größte Höhle ist die Riesending-Schachthöhle und die hat eine Länge von knapp 20 Kilometern und sie führt 1149 Meter in den Berg hinein. Der Untersberg, der wird durch seine Erscheinung oft unterschätzt. Und so muss die Bergwacht jedes Jahr dort Menschen aus dem Berg retten. Einige können dann nur noch tot geborgen werden. Und ja, es sind auch Menschen dort verschwunden. Und seit dem Aufzeichnungszeitraum der Bergwacht sind es 40 Menschen, die dort spurlos verschwanden. Aber auch in den alten Sagen und Legenden um diesen Berg, da geht es um Menschen, die dort verschwunden sein sollen. Einige kamen zurück und sie hatten dann laut dieser Sagen Merkwürdiges zu berichten. Und eine der bekanntesten Sagen vom Untersberg, das ist die Sage einer verschwundenen Hochzeitsgesellschaft, die Jahrhunderte später wieder aufgetaucht sein soll. Diese Sage, die wurde erstmals 1858 von dem Autor Theodor von Nalicken in seinem Buch der Alpensagen niedergeschrieben. In dieser Sage, da geht es darum, dass ein reiches Bauernpaar mit einer kleinen Gefolgschaft zu den Eltern der Bäuerin zog, um dort ihre Hochzeit zu feiern. Sie wurden von einer kleinen Musikkapelle begleitet. Ihr Weg, der führte sie von einem kleinen Ort namens St. Leonhard zu einem Ort namens Grötig. Und beide Orte, die sind heute noch unterhalb des Untersbergs zu finden. Der Weg dieser Hochzeitsgesellschaft, der führte sie über einen schmalen Pfad entlang des Untersbergs. Auf diesem Weg, da soll einer der Hochzeitsgäste erzählt haben, dass dort einst ein großer König mit einem bedeutenden Heer einfach verschwunden sei.
Und seit dieser Zeit sollen dort Geister erscheinen, die jene, die diesem Weg entlang gehen, beschenken würden. Der Bräutigam, der nahm das Ganze wahrscheinlich nicht so ernst und hat dann gleich angefangen, nach diesem Geist zu rufen, mit der Bitte, ihm doch etwas zu schenken. Aber anstatt nun die erwarteten Geister erschienen, da öffnete sich ein Spalt im Berg und heraus trat ein Mann in grauer Kleidung mit weißen Haaren. Dieser deutete auf einen Eingang in den Berg und die ganze Hochzeitsgesellschaft soll ihm neugierig gefolgt sein. Und sie fanden dort eine Reihe schöner Zimmer vor, wie es in der Sage heißt, und in einem dieser Zimmer war eine reich gedeckte Tafel, wie sie sie zuvor noch nie gesehen hatten. Dort standen die feinsten Speisen und die edelsten Weine. Die Hochzeitsgesellschaft, die ließ sich dieses Angebot nicht entgehen. Sie setzten sich an den Tisch und aßen und tranken und ließen kaum etwas übrig. Und wie das nun einmal so ist, nach einem solch üppigen Mahl und dem guten Wein, da brauchte die Hochzeitsgesellschaft etwas Schlaf. Und allesamt schliefen auf dem Platz am Tisch ein, an dem sie saßen. Als sie erwachten und sich etwas orientiert hatten, da führte sie der grau gekleidete Mann mit den weißen Haaren wieder aus dem Berg hinaus. Es war heller Tag, als sie aus dem Berg hinausschritten, aber irgendetwas war merkwürdig. Es kam ihnen so vor, als hätte sich alles irgendwie verändert. Sie waren zunächst ein wenig beunruhigt, aber vielleicht lag es ja nur daran, dass sie zu viel gegessen und getrunken hatten, und so beschlossen sie, ihren Weg nach Grödig fortzusetzen. Es war, als ob sie in einem anderen Land wären. Sie sahen sich um und sie stellten fest, dass plötzlich Wälder dort waren, wo vorher keine waren. Und auch der Weg, den sie entlang gingen, schien dann doch nicht mehr ganz so der Weg zu sein, den jeder von ihnen eigentlich kannte. Sie sollen dann einige Tage lang herumgeirrt sein, bevor sie endlich in ein Dorf kamen. Dem erstbesten Einwohner des Dorfes, den sie trafen, dem machten sie gestikulierend klar, dass sie gerne wüssten, wie dieser Ort denn hieße. Und sie erhielten die Antwort Grödig, der Ort, in den sie ursprünglich wollten. Aber selbst dieser Ort, in dem einige der Hochzeitsgesellschaft wohnten, der schien ihnen fremd. Sie suchten deren Wohnhäuser, aber sie fanden sie nicht mehr. Sie begaben sich zum Pfarrer und dem vermittelten sie irgendwie, was geschehen war. Und dieser Pfarrer, der schlug eines seiner Bücher auf. Und dort fand er einen Eintrag, dass 500 Jahre zuvor eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg von St. Leonard nach Grödig verschwunden war. Nun ja, das Ganze ist zunächst einmal nur eine Sage. Aber es ist eben so, dass die Rede davon ist, dass sich derartige Ereignisse bis heute wiederholen sollen. Nicht, dass dort jemand 500 Jahre verschwindet, aber es gibt Menschen, die sagen, sie hätten eigenartige Zeitphänomene am Untersberg erlebt. Was nicht jedem bewusst ist, ist, dass der Untersberg zum Teil in Privatbesitz ist. Das betrifft vor allem die Wälder um diesen oder an diesem Berg. Und die werden bewirtschaftet und da sind Leute tätig, die seit Jahrzehnten auf dem Untersberg unterwegs sind. Ich denke, wir sollten mal einen sehr erfahrenen Mitarbeiter dort zu Wort kommen lassen. Also ich selber bin jetzt seit 10 Jahren dort im Betrieb und kenne seit 10 Jahren den Untersberg doch einigermaßen intensiv. Viele Kollegen sind schon wesentlich länger da, zum Teil bis zu 30 Jahren. Und mir ist nicht bekannt, also weder mir noch einem anderen Kollegen oder einer Kollegin, dass dort irgendwelche Unnatürlichkeiten, Anomalien, Besonderheiten aufgefallen werden. Also abgesehen jetzt von Wetterphänomenen, die man vielleicht kennt, ist dort nichts Übersinnliches oder Ähnliches uns jemals begegnet. Ja, und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache.
Ihr erinnert euch, ich berichte hier das, was wir während unseres Aufenthalts und unserer Untersuchung dieser Sache so erfahren haben. Und da war es nun einmal so, dass jeder, mit dem wir geredet haben, der dort, egal in welcher Form auch immer, auf diesem Berg seit Jahrzehnten tätig ist, nicht einer von denen hat jemals in dieser ganzen Zeit irgendetwas erlebt, was diese Geschichten, die sich um diesen Berg ranken, bestätigen würde. Es ist eher so, dass diese ganzen Erzählungen von den Menschen, die dort auf diesem Berg arbeiten oder die an diesem Berg wohnen, eher belächelt werden. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. In vielen Berichten, die man im Internet lesen kann, auf Webseiten oder auch in einigen Videos, da wird gesagt, dass der Dalai Lama gesagt hätte, der Undersberg sei das Herzchakra Europas. Ja, und auch dieser Aussage sind wir nachgegangen. Und dazu haben wir uns dann dahin begeben, wo man es wissen muss, nämlich zu einem sehr engen Vertrauten des Dalai Lamas. Und der hat uns dazu Folgendes gesagt. Ich kenne seine Heiligkeit sehr gut und denke nicht, dass er das wirklich so gesagt hat. Was er allerdings öfter betont hat, ist, dass Österreich das Zentrum Europas ist. Das hat er öfter geäußert, wenn er dort zu Besuch war. Er denkt, dass Österreich die Verbindung zwischen Ost und West in Europa darstellt. Da dieser Berg dort sehr zentral liegt, bin mir ziemlich sicher, dass er deswegen diesen Berg auch als das Zentrum Europas bezeichnet hat. Ja, das Zentrum Europas zu sein, das ist etwas anderes als das Herzchakra Europas zu sein, was so diese tibetanische Philosophie betrifft. Hier wurde offensichtlich aus einer geografischen Aussage des Dalai Lamas im Laufe der Jahre, ja, wie mag man es nennen, eine esoterische oder eine geistige Aussage des Dalai Lamas gemacht. Gut, aber es gibt ja immer noch diese Berichte darüber, dass dort Menschen verschwinden und dann irgendwann wiederkommen und durch die Zeit gereist sind. Spätestens dann, wenn Menschen verschwinden, auf dem Untersberg ist das nicht anders als anderswo auch, wird die Bergwacht informiert, wird die Polizei informiert. Und da muss man jetzt so ein bisschen trennen. Die Menschen, die als verschwunden gelten, das sind die, die ich am Anfang ansprach. Die sind weg, die sind nicht wiedergekommen und haben erzählt, dass sie da irgendein Zeitphänomen oder ähnliches erlebt hätten. Aber es ist doch so, dass am Untersberg schon einige Male die Gebeine von Menschen gefunden wurden, die seit Jahrzehnten als vermisst galten, bei denen man dann nachvollziehen konnte, dass diese Personen irgendwo abgestürzt sind. Zieht man dazu noch in Betracht, dass der Untersberg ja über diese rund 400 Höhlen verfügt, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele der Vermissten in diese Höhlen eingestiegen sind, die teils eben noch nicht erforscht sind und da vielleicht irgendwie ums Leben kamen. Was aber bisher noch nicht vorkam, ist, dass irgendjemand, der vermisst und hinterher gefunden wurde, erzählt hätte, dass er ein Zeitphänomen am Untersberg erlebt hat. Es ist nun einmal, wie es ist, und ich kann es leider nicht ändern. Es gibt darüber keine offizielle Meldung, dass irgendjemand so etwas erlebt hätte. Was wiederum aber nicht bedeutet, dass es nicht Menschen gibt, die sagen, sie hätten so etwas erlebt. Sie waren halt nur nicht verschwunden und mussten nicht gerettet werden. Deshalb gibt es von denen dann auch keine Einträge bei Polizei oder Rettungsmannschaften. Dazu komme ich aber gleich. Befragt man darüber Anwohner, die um den Untersberg herum wohnen und insbesondere dann wirklich ältere Menschen, die schon so ein stattliches Alter haben und seit ihrer Kindheit dort wohnen, dann erfährt man auch von denen, dass sie noch nie von irgendeinem Fall gehört hätten, wo irgendjemand eine Zeitanomalie auf diesem Berg erlebt hätte, und sie selbst waren auch schon oft genug auf diesem Berg, so die Aussagen. Und genau genommen werden diese Geschichten von diesen Menschen, die dort wohnen, belächelt. Und es gibt immer wieder die Aussage, dass dies Geschichten sind, die sich Autoren ausgedacht haben und die jeder Grundlage entbehren würden. Aber ist denn wirklich so rein gar nichts am Untersberg passiert? Ist da wirklich nichts, was außergewöhnlich ist? Und mit dieser Frage kommen wir dann mal zur anderen Seite, von der wir auch gehört haben. Unser Regisseur und der Kameramann, die trafen sich mit einem jungen Mann namens Daniel. Und der hat am Untersberg, so wie er sagt, ein Erlebnis gehabt, das sich nur schwer erklären lässt. Zusammen mit seiner Freundin war er am Untersberg auf einer Wanderung unterwegs und sie kamen zur sogenannten Grasselhöhle.
und schon dort wäre es dann nach seiner Aussage zur ersten Anomalie gekommen. Und das war eine Anomalie bei der gefühlten Zeit. Vom Gefühl her hätten die beiden sich sehr lange in dieser Höhle aufgehalten, rund 2 Stunden. Aber als sie herauskamen, da merkten sie, dass erst um die 15 Minuten vergangen waren. Als sie die Höhle wieder verließen, so sagt er, waren sie komplett desorientiert. Und obwohl vor der Höhle der Wanderweg direkt vorbeiführt, fanden sie ihn erst einmal nicht. Sie fühlten sich beobachtet und, so wie er sagt, herrschten dort ganz merkwürdige Schwingungen. Und den Weg, den sie nahmen, der führte sie dann zu einem Abgrund hin. Als sie dann bemerkt hatten, dass sie den falschen Weg genommen haben, obwohl der richtige Weg, wie erwähnt, direkt vor der Höhle ist, beschlossen sie, zurück zur Höhle zu gehen und den richtigen Weg zu suchen. Als sie auf diesem Weg waren, da merkten sie, dass irgendetwas ganz und gar nicht zu stimmen schien. Sie fühlten sich beobachtet und seine Freundin, die sah Schatten über die Felswände huschen. Und es kam ein Gefühl der Angst auf. Sie beschlossen, diese Wanderung augenblicklich abzubrechen und seine Freundin bekam zu diesem Zeitpunkt sehr starke Kopfschmerzen. Sie erreichten den Parkplatz und machten sich auf den Heimweg, aber das war noch nicht das Ende ihrer Geschichte. Der Heimweg, der war beiden außerordentlich gut bekannt, weil sie des Öfteren dort unterwegs waren. Doch während der Fahrt, da bemerkte Daniel, dass sich seine Wahrnehmung zu verändern begann. Gerade eben fuhren sie noch auf einer asphaltierten Straße, doch plötzlich stellte er fest, wie sich das Ganze zu einer Art Feldweg wandelte. Dann, so Daniel, setzte Nebel ein, der dieses Fahrzeug völlig umhüllte und ihnen komplett die Sicht nahm. Dann plötzlich gab es einen Knall. Irgendetwas hatte das Fahrzeug gerammt. Er bremste das Fahrzeug ab und er und seine Freundin stiegen aus, um nachzusehen, was passiert war. Sie sahen sich zunächst in der Umgebung des Fahrzeugs um, konnten aber nichts entdecken. Aber am vorderen linken Kotflügel, da war eine ganze Menge Blut zu sehen. Bei so viel Blut, da musste das, was gegen diesen Wagen gelaufen war, eine schwere Verletzung davongetragen haben. Und so begannen die beiden damit eine Zeit lang die Umgebung abzusuchen, ob dort vielleicht ein verletztes Wildtier liegen würde. Aber sie fanden nichts. Und das wirklich Merkwürdige an dieser Sache war, dass dieser Nebel sozusagen mit dem Crash verschwunden war. Augenblicklich. Aber auch dieser Feldweg, den er kurz zuvor noch wahrgenommen hatte, war plötzlich wieder eine asphaltierte Straße. Daniel erzählte weiter, dass dieser Moment des Crashes und als der Nebel verschwand, so ein Moment war, als wenn man aus einem Traum herausgerissen worden wäre. Nachdem sie nichts fanden, was das Fahrzeug gerammt haben konnte, da fuhren sie weiter nach Hause. Aber dieser merkwürdige Unfall und der Zustand, in dem sie sich dabei befanden, der ließ sie nicht los und Tage später erzählten sie einem guten Freund von ihrem Erlebnis. Dieser Freund, der Buchautor war, der kannte diese beiden schon sehr lange und er begann dann mit einer Recherche. Und dabei entdeckte er etwas, das ihn sprachlos machte. 64 Jahre zuvor, als dieser Weg, den die beiden befuhren, noch keine asphaltierte Straße war, sondern ein Feldweg, wurde dort ein junges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Aber weder der Fahrer noch das Fahrzeug konnten jemals ermittelt werden, obwohl sich die Polizei damals große Mühe gab, diesem Fahrer habhaft zu werden. Kann es sein, dass diese beiden in eine Zeitverschiebung geraten sind und diesen Unfall mit diesem Mädchen sozusagen damals verursacht haben? Es gibt ein paar dieser Erzählungen. Allerdings ist es nicht so, dass man eine davon hätte irgendwie belegen oder beweisen können. Diese Problematik kennt man aus vielen Bereichen, auch über die ich hier auf meinem Kanal berichte. Aber es gibt noch etwas, das am Untersberg passiert. Es wurden Messungen gemacht und diese Messungen, die haben gezeigt, dass vom Untersberg Energieimpulse ausgehen. Worum es sich dabei genau handelt und was da festgestellt wurde, dazu komme ich dann aber in einem anderen Video. Ja, also in diesem Video, wie gesagt, habe ich jetzt das erzählt, was man uns erzählt hat, als wir dort waren. Und wir haben ja nun mit den verschiedensten Leuten dort gesprochen. Ich bin, was das Thema Untersberg angeht, sehr im Zwiespalt. Es wird so ein Unsinn über diesen Berg erzählt,
so eine Masse an Geschichten, die eigentlich nie stattgefunden haben, wie man nun, wenn man es nachprüft, einmal herausfindet. Und das haben wir ja getan. Aber auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die glaubhaft ein Erlebnis schildern, das ihnen passiert sein soll, oder eben diese Messungen, die irgendwie auch noch von niemanden aus der, ich sag jetzt mal, etablierten Wissenschaft aufgegriffen wurden. Ich für mich würde das Ganze jetzt so zusammenfassen, und das ist meine persönliche Meinung, das ist nichts, was ich hier als Meinung vorgeben möchte oder die man sich anschließen muss. Ich denke, dass sehr vieles von dem, was erzählt wird, nicht stimmt. Es gibt ein paar Dinge, die dort passiert sind, bei denen man intensiv nachprüfen muss, was kann das Ganze überhaupt gewesen sein. Werden hier vielleicht Vorkommnisse falsch interpretiert? Und wird da, aufgrund der Tatsache, dass es so viele Geschichten über den Untersberg gibt, vielleicht sehr schnell ein falscher Schluss gezogen? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es am Untersberg irgendetwas gibt, was erforscht werden muss, dass aber das Gros der Erzählungen nicht stimmt. Und dass es sich bei dem, von dem ich denke, dass es erforscht werden muss, um Zeitanomalien handelt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Denn es besteht eben auch die Möglichkeit, dass am Untersberg gewisse Energien walten, starke Magnetfelder zum Beispiel, die beim Menschen eben auch Eindrücke entstehen lassen können, die nicht real sind. Eine letztendliche Beurteilung des Ganzen, die kann ich aber eben noch nicht abgeben. Da ist noch einiges an Forschung notwendig. Und die kann ich so nicht leisten. Da müssten dann Wissenschaftler ran. Ja, das Ganze steht Kippe Kippe, wie man so schön sagt. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Ihr Untersbergschlingel.